Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 19,90. Rasta will hoch hinaus. Das merkt man in jedem Training, in jedem Spiel. Morgen steht die erste Heimpartie an, um 20 Uhr gegen die Dragons Rhöndorf. Der Auftakt war mit dem 93:51 bei den Hebeisen White Wings schon gut gelungen. In Hanau hatten wir sicherlich einen guten Start, den brauchten wir auch, um als Team zu wachsen und gut in die Saison zu kommen. Wir wollen halt gut verteidigen, das ist uns gelungen und Auswärtssiege sind für uns natürlich Gold wert. Perfekt läuft es natürlich noch nicht. Viel wird geübt, gelernt, studiert. Ein Plus für Rasta, das Spielermaterial. Wir sind auf jeder Position gut besetzt. Unser Tempospiel funktioniert schon gut. Und wir machen wirklich einen guten Job. Und das wollen wir auch weiter tun. Der erste Gegner im zum 52. Mal in Serie ausverkauften Rasterdom ist ein Aufsteiger. Die Dragons Rhöndorf standen letzte Saison zwar nur im Achtelfinale der Pro B, ergatterten sich aufgrund des Verzichts anderer Teams aber doch einen Platz in der Pro A. Chance genutzt. Doch auch reif für das BKO BBL Unterhaus? Wir schauen nicht darauf, was oder wer Rhöndorf letztes Jahr war. Jetzt in der Pro A begegnen wir uns auf Augenhöhe. Gegen die Dragons ist es unser erstes Heimspiel, da wollen wir natürlich zeigen, was in uns steckt. Wir wollen den Fans eine tolle Leistung bieten und dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir müssen also über 40 Minuten so spielen, wie wir es in Hanau so in etwa 25 bis 30 Minuten getan haben. Gerne mitspielen würde Josh Young. Dessen Knie lässt aber noch keinen Einsatz zu. Auch Carlos Medlock ist angeschlagen. Und Oliver Mackeldanz muss sich noch von den Folgen einer Gehirnerschütterung erholen. Der Kapitän sieht's gelassen. Wir sind immer noch gut besetzt. Der Coach hat bei der Zusammenstellung des Teams einen tollen Job gemacht. Wir haben einen guten, tiefen Kader. Wenn dann mal jemand verletzt ist, ist das natürlich schade. Aber dann hat jemand anderes die Chance, in die Bresche zu springen und sich zu zeigen. Zeigen wird Rasta TV übrigens das komplette Spiel aus dem Dom live im Internet. Am Freitag ab 19.45 Uhr auf www.sportdeutschland.tv. Rasta Fechter gegen die Dragons Rhöndorf. Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 19,90.